Hallo Freunde von Fossilien der Götter, hier sind wir wieder, Conny und Rico. Hallo Leute. So, heute geht es um die Unterwasserarchäologie, wie wir euch versprochen haben. Und wir gehen erstmal nach Ägypten, und zwar die ehemalige Hafenstadt Herakleion. Nicht zu verwechseln mit Heraklion, ist auch eine Hafenstadt, Kreta, Griechenland. Die Griechen haben dieser ägyptischen Stadt hier auch den Namen gegeben. Früher hieß die Tonis. Tonis hieß die, genau. Ja, das ist die Stadt heute. So stellt man sich vor, wie auf diesem Bild, hat sie früher ausgesehen. Es muss ein riesen Umschlagsplatz gewesen sein für mehrere Kulturen. Griechen, Phönizier, Perser mit Sicherheit. Vielleicht auch Asiaten und aus Südamerika. Wir wissen, ja, es sind einige Sachen, südamerikanische Sachen in Ägypten aufgetaucht. Die hatten Handel. Und heute Unterwasserarchäologie. Ja, diese Sachen, die ihr jetzt so seht, die nächsten Bilder, die dann kommen werden, viele werden sagen, ach, das sieht sehr gestellt aus. Ja, das ist auch. Ist es auch, ja. Das ist auch gestellt, ja. Die Taucher waren da unten, haben die Sachen gebogen, etwas gereinigt unter Wasser. Die hatten Lampen mit unten, haben das ausgeleuchtet und haben dann die Bilder geschossen. Heute sind diese ganzen Objekte oder ein Teil von den Objekten in irgendeinem Museum. Kann euch leider jetzt nicht mehr sagen, genau wie das Museum heißt. Ja gut, da kann man googeln. Ja. Das findet man. Mehr als 60 Schiffswracks sind gefunden worden, die sind aber noch unten mit Sicherheit. Und mehr als 700 Anker. Also das war ein Riesenhafen. Warum die ganzen Schiffe da untergegangen sind, die müssten ja am Hafen gelegen haben und dann kam die Katastrophe. Ja. Ja, es geht mal ein Schiff unter schon, aber mehr als 700 Anker, 60 Schiffe, vielleicht lagen die gerade an Land und dann kam diese Katastrophe. Hier eine Stele. Das ist nicht die Stele, die gebogen wurde. Die haben eine, haben sie hochgeholt. Das ist eine hellere hier mit den Hieroglyphen. Ja, wir haben dann noch Fotos von der geborgenen Stele. Die ist auch sehr viel schöner und da sind die Hieroglyphen auch deutlicher. Aber das seht ihr. Ja, das ist auch ich denke, das ist so ein Kopf von einer Statue. Oben so ein Langschädel. Hier eine Säule. Das meiste wird Kalksandstein sein, Geopolymer. Das ist ein Guss. Ja, es sind auch wieder Hieroglyphen drin. Auch wieder Hieroglyphen, ja. Was hätten wir noch zu erzählen darüber? Ja, wichtigster Seehafen. Es wurde Handel getrieben, es auf wurde jeden Handel Fall. Getrieben, ja. Und was fällt uns da auf, beziehungsweise ist dir aufgefallen? Ägypten, Griechenland, die treiben miteinander Handel. Ja, gleiche Zeit, ja. Also meiner Meinung nach hat Ägypten die komplette ägyptische Kultur, auch die Pyramiden, die Sphinx und die ganzen Tempel, 600 nach Christus stattgefunden. Wer die russische Forschung da nochmal verfolgen will, den Fomenko. Das sind jetzt diese Ringe, ne? Das sind jetzt da diese muss Ringe. Ich dich unterbrechen. Ja, da musst das du mich sind unterbrechen. Ja diese Ringe, die waren ja, glaube ich, Wagenrad groß teilweise. Ringe aus Kalksandstein, ja. Teilweise groß wie Wagenreifen. Der Mainstream sagt für Brunnenbau. Da bin ich mir nicht so sicher. Hier wieder Griechisch. Sehr interessant. Ja. Ja. Kam die phönizische Statue schon? Nein, 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 die kommt jetzt. Die kommt jetzt, ja. Genau. Das ist phönizisch. Soll eine Gottheit darstellen, ne? Angeblich die Gottheit Baal. Ich weiß nicht, ob das die Gottheit Baal ist. Es ist eine phönizische Statue, das sieht man. Also syrisch, syrischen Ursprung. Hier wieder griechisch, ja. Es fällt eben auch auf, dass da sehr viele ja, Kunstobjekte sozusagen gefunden werden. Der Löffel, ich sag da nur scherzhaft, ja, ist kein Löffel, aber ich es ist Metall. Es ist irgendein ein Teil von irgendeinem, ja, von einer Maschine oder so vielleicht. Ja, ja. Das ist die Stele, die dunklere, die haben sie gebogen. Das genau, sieht man auch, die Hieroglyphen ziemlich gut. Übersetzungen gibt es da sicherlich, den können wir nicht glauben. Mit Sicherheit erzählen die uns nicht, was da drauf steht, sondern erzählen uns irgendwelche Märchen über die Hieroglyphen, was die angeblich bedeutet haben sollen. Hier sieht man es auch wieder schön arrangiert, von hinten halt beleuchtet. Es sind halt echt schöne Bilder. Ja. Ja, da muss man sagen, gut, ja, danke, weil sonst wäre es nicht so deutlich zu sehen alles. Ja, aber wo du mich vor uns unterbrochen hattest, also wir setzen Ägypten so, die komplette ägyptische Kultur, auch die Pyramiden, alles, so auf 600 nach Christus an. Auch im Asien, diese großen Tempel, die es da gibt, 600 nach Christus. Südamerika, wenn man da schaut, da ist es ja im Grunde schon fast offiziell 600 nach Christus, die Pyramiden. Die griechische Kultur auch so, 600, 300 nach Christus, je nachdem. Alles so in einem Zeitraum. Die neue Chronologie sagt uns, dass sie einfach hier tausende Jahre erfunden und erlogen haben. Deswegen sieht Ägypten auch so gut erhalten aus. Deswegen sind auch viele Verschwörungstheorien, sage ich dazu, wirklich, Desinfo,
sind da aufgetaucht. Die Pyramiden wurden von Freimaurern im 18. Jahrhundert gebaut oder 1800. 1800 von Napoleon. Es ist Blödsinn. Es gibt auch Bilder, wo Napoleon gerade unten bei den Pyramiden ankommt. Da stehen die schon. Und da sehen die auch schon ziemlich alt aus. Die sehen aber halt so gut aus und es ist alles so gut erhalten, weil es nicht aus 3000 vor Christus kommt, sondern die ganze ägyptische Kultur 600 nach Christus anzusiedeln ist. Der Flamenco hat in Tempeln, in verschiedenen Tempeln, Sternzeichenkonstellationen gefunden und die haben die Daten übersetzt und kommen da alle so ziemlich auf das gleiche Datum, sodass Ägypten 1300, 1400 Jahre ja, von uns weggerechnet stattgefunden hat. Und da sind wir so circa bei 600 nach Christus. Ja, ganz genau habe ich die Zahlen echt nicht im Kopf, wer das möchte. Da gibt es einen schönen Kanal, auch wenn mir es jetzt wehtut, J-Mochi, neue Chronologie. Da habt ihr das hundertprozentig gesichert, wie die Zeiten sind. Schaut auf diesen Kanal, ich poste euch einen Link unten rein. Ja, gehen wir weiter unter Wasser. Genau, da gibt es nämlich noch einiges zu entdecken. Ja. Hier ist es sehr verrottet schon, ja? Ein Haufen Flechten. Ja, das war halt mal nicht so gereinigt. Ne? Da sieht man jetzt auch. Also, das sind auch nicht so. Statue? Das sind Statuen, ja. Das ist kein Fossil. Nein. Nein. Jetzt Löwen, kommen wir zu den Löwen, genau. Ja, aber die Löwen, das ist so eine Sache. Kurz vor dem Video war ich noch der Überzeugung, dass die in Ägypten liegen. Hab dann ein bisschen weiter recherchiert. Die werden mir von Google angepriesen in China. Die werden mir von Google angepriesen in einer Küste vor Miami. Die liegen angeblich auch bei Jamaika unter Wasser. Immer dieselben Löwen. So dass ich jetzt echt nicht mehr sagen kann, dass die wirklich da in Ägypten liegen. Ich denke, da wird jeder mal so einen Löwen für sich beanspruchen. Ja. Einfach aus dem Grund, weil der Löwe auch immer, das ist jetzt eine Animation, hast du gesagt. Ja, so sollte das aussehen, ja. Weil der Löwe auch immer irgendwo Macht und Königlichkeit also ausstrahlt. Wer das genau weiß, wo die Löwen jetzt wirklich 100% liegen, aber wirklich 100%, der kann das bitte mal in die Kommentare schreiben. Aber Google sagt mir das wirklich an 10 verschiedenen Orten. Immer wenn ich nach Unterwasserarchäologie schaue, werden mir die Löwen an einem anderen Ort mittlerweile angepriesen. Ich kann da echt nicht mehr hundertprozentig sicher sein. Hier wieder diese Füße. Das ist hier Isis. Die Hörner mit dieser Sonnenscheibe in der Mitte. Hier, das ist nicht so arrangiert. Das ist wieder ausgeleuchtet. Bisschen gereinigt. Richtig schön hingestellt, auch drapiert sozusagen. Aber es ist schon gigantisch, was sie da unten so gefunden haben. Das soll ein Priester von Memphis, glaube ich. Ja, ein Priester von Memphis soll das darstellen hier. Ohne Haare, die Ägypter haben sich immer rasiert. Da haben wir Amphoren. Amphoren, ja. Ich verwechsel die immer mit den Kanopen. Aber die Kanopen sind oben zu, die Amphoren sind offen wie Vasen. Hier wieder ägyptische Statue mit Ausfallschritt. Und da sieht man auch die Größe ganz deutlich, schon allein, weil er ist auch am Mist. Das ist gut ein Meter, ne? Ja, ja dann, na ja, knapp ein Meter. Wie gesagt, ich hätte euch gern gesagt, welches Museum das Zeug jetzt liegt. Irgendwie sieht das auch ein bisschen asiatisch aus. Das sieht auch ein bisschen asiatisch aus, ja. Aber ist ägyptisch oben am Symbol. Ja. Ja. Ja, die haben in Afrika, waren so viele Kulturen ansässig wahrscheinlich, durch das Bergbau, Mining, ganz Nordafrika ist im Grunde abgebaut und abgeholzt. Ihr seht die ganze Wüste da oben. Das ist nicht natürlich. Es kann ja auch sein, dass das wirklich dieser Handelsplatz schlechthin war. Er liegt ja auch, wenn man es so sieht, sehr zentral. Es ist ja auch heute noch so, dass wir aus Afrika alles rausholen. Mhm. Ja? Alles Gold in Mikrochips und was ihr heutzutage... Es kommt alles aus Afrika. Ja? An den ganzen Mineralien klebt Blut. Das ist wie mit dem Blutdiamanten, was man so sagt. Hier habt ihr die Größe nochmal als Vergleich. Ja, das sieht man so. Ja? Heftig, heftig. Jetzt verlassen wir Ägypten, weil Atlantis war überall. Wir haben es euch gesagt. Vor jedem Kontinent sind versunkene Städte, Tempel, Schätze, Statuen, alles Mögliche. Das ist jetzt das Ostchinesische? Das ist das Ostchinesische Meer. Wir sind in der Nähe von Japan. Die Insel gehört zu Japan, obwohl die vor China liegt. Und 110 Kilometer grob von Taiwan entfernt. Ganz klein und unscheinbar. Viele von euch werden das vielleicht schon kennen, dieses Monument. Einige nicht, deswegen bringen wir es nochmal mit rein. Es gibt über diese Insel sehr viele Legenden über Riesen. Wer das wissen will, mal in YouTube einfach mal eingeben. Yonaguni und Giants. Vielleicht auch gleich nochmal Solomon Island und Giants, weil es gab da Verbindungen, dass da Riesen gelebt haben. Das erwähne ich deshalb. Auf dieser Insel sind diese Skulpturen oder Mattfossils gefunden worden. Ja, sehen aus wie die
Wie heißen sie jetzt wieder? Die Olmeken. Ach, die Olmeken. Ja, ja, wie die Olmekenköpfe. Die Olmeken haben ja auch asiatische Züge, afrikanische Züge. Ich habe auch noch gut erhaltene Olmeken auch in Japan gefunden. Die sehen fast genauso aus. Bei dem hier, die Ami-Gruppen sagen immer, das wären Mattfossils. Mag sein hier, die Augenhöhle sieht schon wirklich so aus. Möchte ich mich trotzdem nicht festlegen. Nö. Hier dieser Tempel ist auf dieser Insel. Erinnert einen an Südamerika, ne? Ja, ja, diese Treppenbauten, sage ich jetzt mal. In Südamerika war da irgendwas mit Anbau. Auch diese komischen Steine, die da in Peru so rumliegen, überall verteilt. Hier hat man auch wieder diese Stufen. Das sind die Turtle-Tempel, das ist direkt Okinawa. Den habe ich aber auch mal mit reingenommen, weil die Strukturen werdet ihr jetzt, wenn wir unter Wasser gehen, auch wiedererkennen. Das ist dieses Yonaguni-Monument. So mit, ich glaube, mit Lasertechnik oder mit Radiowellen haben die das ausgemessen irgendwie. Das konnten sie jetzt feststellen, dass das so aussieht. Jetzt tauchen wir mal runter, ja. Viele Meinungen sind geteilt. Einige sagen, es ist natürlich entstanden. Auch der Mainstream ist da geteilt. Natürlich entstanden. Einige sagen, nein, das ist definitiv geschaffen worden. Ihr werdet es gleich selber sehen. Also von Natur solche Strukturen eher nicht. Nein, keine Chance. Ja. Pyramide, wie da viele sagen, ist das aber auch nicht. Und man kann auch nicht reingehen. Es gibt keinen Zugang, das ist einfach ein Block, der da so liegt. Ja. Mir macht das einen starken Eindruck nach Bergbau, Tagebau oder Steinbruch. Ja, Steinbruch. Ja, wir haben da Blöcke rausgeholt. So sieht es auch heutzutage aus, wenn ihr Marmorsteinbrüche anschaut, überall. Italien gibt es da sehr schöne. Dann seht ihr das immer so Quader aus der Wand rausgeschlagen. Und so macht mir das hier auch den Eindruck. Das wird ja auch bei Marmor gar nicht rausgeschlagen, eher rausgeschnitten. Die haben da ja, so, die mit Sägen. Ja, genau, ja. Die haben so. Aber hier schaut euch das an. Natürlich, das macht ja keine Wassererosion. Ja, hier sind Stufen nach hinten. Da haben sie sich wie einen Zugang gemacht. Ob das jetzt ein Tempel war oder wirklich ein Steinbruch, wie ich vermute, schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ganz eine andere Richtung. Und da haben wir jetzt was. Das ist dieser Kopf. Deswegen habe ich die Köpfe vorhin auf der Insel mit drin. Das sieht fast so ähnlich aus. Hier mal einen Größenvergleich, dass ihr den Kopf zu dem Taucher seht, das ist ein Riesenteil. Der Taucher passt voll in die Augen. Ja, ja. Ist das ein Mattfossil? Ist es eine Skulptur? Das kann man nicht sagen. Von diesen Köpfen, das ist sicher, sind zwei da unten offiziell, zwei solche Riesenköpfe, sind offiziell überliefert. Ja, ja, wenn da zwei sind. Sind da auch noch mehr am Ende? Ja, sind es Skulpturen von diesem angeblichen Tempel oder sind es Mattfossils? Wenn es aber gar kein Tempel zum Beispiel war, dann, wenn es eher, ja... Ein Steinbruch war, dann sind das Mattfossils, ja. Und dann waren das vielleicht die Arbeiter. Dann waren ja die Arbeiter. Ich vermute ja auch, dass die Olmeken in Südamerika die Bäume auf dem Gewissen haben. Ja. Hier auch wieder diese Stufen. Das und wie gesagt, das sieht halt auch nicht so künstlerisch aus, wie jetzt da, wo wir vorher waren. Ne? Na. Ägypten, Griechenland. Das sieht halt wirklich sehr mechanisch, technisch aus. Aber auf keinen Fall natürlich entstanden. Nein, das definitiv nicht. Ja. Da zieht dann keine Erosion oder Lavaerklärung mehr. Da sieht man gut wieder den Größenvergleich mit dem Taucher. Hier ist das nochmal so mit Strom, haben die das immer ausgemessen irgendwie von oben, dass sie das so darstellen können, grafisch. Also einen Tempel stelle ich mir jetzt auch anders. Ja, ja. Und eine Pyramide ist es auch nicht. Ich würde mal gesagt, diese große Pyramide. Aber auf jeden Fall hat es eine andere Kultur geschaffen. Und sicherlich auch größere Wesen wie wir, weil schaut euch die Menschen hier an im Vergleich, das geht nicht so einfach. So, wir bleiben jetzt in Asien. Ich habe jetzt nur mal noch ein paar kleine Sachen mit zum Schluss rein. Das Video könnte Stunden gehen. Wie gesagt, Atlantis war überall, ich finde das überall. Das ist jetzt hier, ich glaube in der Nähe von Bali, ein hinduistisch-buddhistischer Tempel. Das ist ziemlich gemischt. Habe ich nur mal mit reingenommen, jetzt am Schluss, um euch zu zeigen, dass das wirklich überall so ist. Hier unten hast du halt Buddha-Statuen. In diesem Video jetzt hier ist nicht so viel. Vielleicht bringen wir das später nochmal mit rein. Da sind auch kleine Gebäude, größere Gebäude. Eine riesige Buddha-Statue steht da unten. Viele hinduistische Gottheiten. Ja. Jetzt diese Kuh hier ist, glaube ich, auch da unten. Hat aber auch durch die Sonnenscheibe irgendwas Ägyptisches. Ja. aber... Ich glaube, in Ägypten wäre das nicht so. Das ist eher ein Wasserbüffel hier. Ja, die Kulturen waren verwoben. Jetzt sind wir schon wieder wo ganz anders. Osterinseln.
Auch da findet ihr es unter Wasser. Vor den Osterinseln liegen diese Rapa Nui, diese riesigen Statuen. Also es scheint ja wirklich so, als ob dann wirklich, das, was jetzt Festland ist, ist der Rest. Der Rest von dem, der übrig geblieben ist. Atlantis ist untergegangen. Wir sind alle Atlantis, die ganze Erde ist Atlantis. Und die Kulturen waren alle miteinander verwoben. Gleiche Bautechniken, gleiche Werkstoffe, alles miteinander verwoben. Es war eine Kultur. Und das seht ihr hier auch. Jetzt sind wir hier, Kuba. Ihr habt oben dieses, das hatten wir schon mal im Bergbau mit drin. Da gab es nicht irgendwie mehr Fotos, ne? Der Golf von Mexiko oben. Ja. Von diesem gab es nicht mehr Fotos. Das ist das Einzige, was ich auftreiben konnte. Ja. Und das sind wir jetzt auch schon ziemlich am Ende. Die habe ich jetzt echt nur mit reingenommen, um euch zu zeigen, dass das gar nicht aufhört. Das Video könnte stundenlang gehen. Das ist diese Inka-Stadt vor Kuba. Mehr Bilder konnte ich da nicht auftreiben. Ja. Sozusagen ein Vorgeschmack, weil du hast doch da schon viel mehr entdeckt, oder? Also da werden wir auf jeden Fall noch Videos machen müssen, denke ich mal, ne? Weil, ja, das gibt's ja überall. Nur wo genau? Ja, ich war auf der Suche, ich habe echt noch was gefunden. Deswegen machen wir noch einen Teil 2, vielleicht sogar noch einen Teil 3, weil das weltweit vertreten ist. Pavlo Petri, Griechenland, Xisheng, China, Port Royal, Jamaika ist da Wahnsinn. Alt Kambat in Indien und. Wirklich Tempel, Skulpturen. Wir bleiben da dran. Wir werden da auf jeden Fall das eine oder andere Video noch machen. Ja, Atlantis war überall. Die Hafenstädte oder ja, einige Kontinentteile sind versunken. Katastrophen, Sintfluten, Mudflood, Schlammflut hat das Ganze unter Wasser getrieben. Und so wie die Bilder jetzt hier im Hintergrund, die ihr jetzt seht, sieht es wahrscheinlich unter den Ozeanen überall so aus. Ja. Ja. Somit bis zum nächsten Mal. Euer Team Fossi. Ciao, ciao. Ciao, Leute.